lass uns diskutieren, denn in unserem schönen Land sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant. Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh. Darum lass uns drüber reden, Diskussionen sind okay. Im November vergangenen Jahres standen die Zeichen auf Sturm. In Greifswald blies allerdings nur eine sanfte Brise. Bundesweit streikten Studenten und Schüler anlässlich des Bildungsstreiks. Bei der in Greifswald allgemein bekannten Politikverdrossenheit fand sich im Audimax lediglich eine Handvoll engagierter Studenten zusammen, um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen. Mit Schlafsäcken und guter Laune bewaffnet formulierten sie ihre Forderungen noch einmal aus. Doch leider mussten die Besetzer schon nach 5 Tagen das Audimax räumen. Die Universität zeigte sich den Besetzern gegenüber kooperativ und stellte ihnen Räumlichkeiten zur Fortsetzung ihrer Arbeit zur Verfügung. Einige hochschulpolitische Gruppierungen positionierten sich innerhalb des Bildungsstreiks, so zum Beispiel die Jusos mit ihrer Masterhürdenaktion. Eine selbstgebastelte Schranke sollte die Stupisten beim Überwinden daran erinnern, wie schwer es ist, an einen Masterstudienplatz zu kommen. Auf der anschließenden Sitzung des Stupas einigte man sich auf folgenden Beschluss. Das Studierendenparlament begrüßt das Engagement und den Mut der Studierenden im Audimax, die sich für bessere Bildungsbedingungen und gegen Studiengebühren eingesetzt und Solidarität mit Kommilitonen in ganz Deutschland gezeigt haben. Aus dem Protest sollte nun ein dauerhafter Dialog über die Bildungspolitik entstehen. Am selben Tag fand eine Aktion auf der Europakreuzung statt, bei der sich über 400 Sympathisanten einfanden. Bei diesem sogenannten Smart Mob, einem politisch motivierten Flashmob, legten sie die Europakreuzung für mehrere Minuten lahm. Ich habe mitgemacht, um aufmerksam zu machen auf die Missstände im Bildungsbereich. Weil ich einfach für bessere Studienbedingungen kämpfen möchte. Die Studenten der Anglistik machten auf ihre Weise auf ihre eigenen Probleme aufmerksam, indem sie die Fassade des Instituts mit bunten Tüchern verhüllten. Grund war der extrem schlechte Zustand des Gebäudes, welches schon lange sanierungsbedürftig ist. Es fehlt hinten und vorne, zum Beispiel an den Lehrkräften fehlt es. Es fehlt an der Innenausstattung, es fehlt an sämtlichen Ecken. Für eine bessere Bildung, auf gegen ein schlechtes System. Bei der letzten Aktion, die eigentlich als Großdemo vom Bildungsbündnis Greifswald geplant war, erschienen ca. 50 Personen, von denen ein Großteil hochschulpolitischen Gruppierungen angehörte oder schon lange politisch aktiv war. Diese kleine Gruppe wurde von 4 Polizeiwagen und diversen Pressevertretern begleitet. Abschließend lässt sich feststellen, dass seitens der politischen und studentischen Gruppierungen ein relativ großes Engagement vorhanden ist. Doch die breite Masse der Studierenden lässt sich nur schwerlich aus ihrer politischen Lethargie herausholen. Es ist wohl zu hoffen, dass die allgemeine Bereitschaft, sich für die Belange der Studierenden einzusetzen, in Zukunft steigt.